kann nicht wahr sein. Das kann nicht wahr sein hier, Norris. Norris ist anscheinend der beste Fahrer der Welt. Mann, hätte ich dich gerne in meinem Team gehabt, du. Jetzt kann ich's ja sagen. Jetzt kann ich sagen, wo die Saison fast vorbei ist. Ich hätte dich gerne in meinem Team gehabt. Hallo und herzlich willkommen zurück zum Formel 1 Manager 2022. Wir sind in Japan angekommen. Genauer gesagt in Suzuka und heute findet das vielleicht beste Rennen statt. Denn heute haben wir die Chance, mit Kevin Magnussen Weltmeister der Formel 1 zu werden in Team Haas. Das hat es noch nie gegeben. Das wird es wahrscheinlich auch nicht geben. Aber es sieht für uns ganz gut aus. Wir sind hier, ihr seht's, 101 Punkte vor Max Verstappen und es gibt in den verbleibenden 5 Rennen noch insgesamt mit der schnellsten Runde 105 Punkte zu verdienen. Dafür müssten wir aber in allen 5 Rennen ausfallen und das wird hoffentlich nicht passieren. Ihr habt es gesehen, Kevin Magnussen diese Saison einfach mega stark, einfach unfassbar gut drauf. Hat hier sozusagen alles Mögliche schon gerissen. Man kann hier mal drauf gucken, Saison 23, Position 1, Siege 10. 10 Rennen hat er gewonnen von 17. Das ist schon wirklich exorbitant gut und ich freue mich sehr darauf, dass wir das heute fortsetzen können. Und ihr habt es auch gesehen, wir sind in dem Klassement für die Konstrukteurswertung auch auf 1. Dort sind es allerdings nur 50 Punkte Vorsprung, das kann sich also mit jedem Rennen immer noch ändern. Und ihr seht es vielleicht hier unten am Geld, denn ich habe was gemacht. Wir sind natürlich immer noch die Reihe von Null auf Platin, das heißt Ziel ist es nachher dieses Spiel auf Platin abzuschließen. Und dafür gibt es eine Trophäe und zwar bei den Einrichtungen bei der Autoentwicklung, das Designzentrum auf Stufe 5 zu bringen. Und das hat 32 Millionen gekostet. Und wir hatten 32.037.355 Dollar. Das heißt, ja klar, alles rein dabei. Wir haben also keine Chance, heute einen Ersatzmotor einzubauen oder sonstiges. Also drückt die Daumen, dass da nichts schief geht. Und wir springen direkt rein ins Qualifying. Konnichiwa vom Suzuka Circuit in Japan. Diese einzigartige Strecke ist ein Motorsport-Mekka und dieses Wochenende sind wir wieder hier zu Gast. Machen Sie sich bereit für den Rausch der Geschwindigkeit beim großen Preis von Japan. Die Fahrer kämpfen an diesem Wochenende in den Serpentinen von Suzuka, der einzigen Achterstrecke in der F1. Der Abtrieb bei Hochgeschwindigkeit ist hier wichtig, wenn Teams sich einen Platz auf dem Podium sichern wollen. Das ist es. Wir haben die letzten Rennen der Saison vor uns und es ist Zeit für den letzten Vorstoß. Wer wird am Ende zum Champion gekürt? Wir werden es früh genug herausfinden. Der Wettbewerb läuft. Auf geht's bei strahlendem Sonnenschein in Japan auf unsere erste gezeitete Runde mit unserem wunderbaren Team und auch einem Mick Schumacher, der sich in letzter Zeit wieder gefangen hat und auch wieder mithelfen konnte, fleißig Punkte sammelt. Bei ihm stehen wir allerdings auch vor dem Problem des Motorwechsels. Und wir haben es in der letzten Folge gesehen, man wird nach hinten strafversetzt und das nicht wenig. Mick hat jetzt noch einen Motor drin, der bei 74% steht. Das wird also nicht gehalten werden können für die komplette Saison für die letzten Rennen. Ich glaube, der hat jetzt 4 Rennen oder so drauf. Und alles, was unter 50 ist, gibt dann schon so leichte Probleme. Deshalb, ich hatte hier den kurz schon mal eingepackt, den neuen Motor. Und hab dann aber überlegt, nee, eigentlich will ich jetzt die Punkte holen. Als wir die Meisterschaft in der Konstrukteurswertung auch hinkriegen sollten demnächst, dann können wir ja reinbauen, was wir wollen. Aber der Weg bis dahin ist erstmal zu schaffen. Und ihr wisst es genau, wir müssen Mick immer schön betätscheln. Wir müssen ihn motivieren, dass er da vorne mitzieht und uns die Punkte nach Hause bringt. So, und hier sehen wir die Strecke, die von sehr, sehr vielen Fahrern sehr gemocht wurde. Ich glaube, Sebastian Vettel, das war seine absolute Lieblingsstrecke. Und als er hier seinen Ausstand der Formel 1 gefeiert hatte, waren auch so unfassbar viele deutsche Fans vor Ort. So viele Sebastian Vettel-Köpfe und Schriftzüge und sonstiges. Das war schon sehr, sehr schön mit anzusehen. Wir sehen aber auch, dass wir unterwegs behindert wurden. Ich weiß nicht mehr genau von wem, aber es sah so ein bisschen. Vielleicht war es ein Brilliance. Jedenfalls hat Verstappen uns direkt schon den Rang abgelaufen. Und ich glaube, wir haben da wirklich eine Menge Zeit verloren. Da ist also noch viel zu holen.
schauen einmal darauf, was wir denn für Reifen noch dabei haben. Was können wir da noch wechseln? Fahrt mal in die Box, ihr beiden. Ah, zwei Reifen haben wir noch. Zwei komplette neue Sätze. Das ist doch wunderbar. Und den hier natürlich. Falls wir den im Rennen brauchen. Ich weiß noch nicht, was die Strategien sein werden. Aber wir sehen uns, glaube ich, trotzdem erst in Q2. Denn das scheint zu reichen. Bis gleich. Q2, diesmal in umgekehrter Reihenfolge. Kevin vorne soll ein bisschen Windschatten geben und ein bisschen Aufbau. Für den guten Mick, der ist Q1, ohne dass wir nochmal ausgefahren sind, auf Platz 10 gelandet. Das war schon völlig in Ordnung. Und hier haben wir jetzt erstmal eine freie Bahn gehabt, das ist auch super. Da vorne kann es aber nochmal sein, dass wir den Ocon jetzt nochmal hier treffen. Ja, oder? Nein, sieht nicht danach aus. Also, Zeiten sind wir gefahren, ohne dass Einwirkung von außen kam. Wir sehen Mick im zweiten Sektor. Vielleicht ist da der Windschatten gut gewesen. Auf jeden Fall eine lilane Zeit. Sehr, sehr gut. Hamilton hinter uns, 3/10. Joe sogar eine Sekunde. Und es setzt Regen ein. Na, das ist natürlich perfekt. Das heißt, da kann keiner mehr was machen. Schade, dass es nicht in Q3 ist. Das wäre natürlich das optimale Ergebnis gewesen. Sainz schiebt sich noch dazwischen. Mit 4,5 Hundertstel. Ja, ist doch wunderbar. Stand jetzt haben wir eine perfekte Ausgangssituation. Ihr seht es, Perez und Verstappen sind auf 11 und 12, wären beide raus, waren aber natürlich mit den roten Reifen auf der nassen Strecke. Das heißt, das kann sich jetzt nochmal ändern. Die haben jetzt garantiert Klappen aufgezogen, die so grünlich blinken. Leute, immer dieses Rumflickern hier. Das heißt, da wird es wahrscheinlich Verbesserungen geben oder sehen wir es leider auch. Auf 8 und 9 kommen sie doch wieder rein. Schade! Das wäre schon sehr, sehr cool gewesen. Auf geht's in Q3. Wir sehen's, es ist nur noch ein Mercedes mit dabei. Es sind noch beide Ferrari am Start, beide Red Bull. Ein Alpha Tauri ist zu sehen. Und Joe, wir haben es vorhin gesehen, war eine Sekunde zurück, hat es trotzdem geschafft unter die Top 10. Von da aus eine starke Leistung. Hier wurden wir schon wieder leicht behindert. Ah, hier macht der... Ah, das ist doch nicht zu glauben. Vettel! Vettel, was ist das? Was soll das? Das ist, du bist auf deinem Outlap. Das kann doch nicht wahr sein. Leute, was ist mit der KI? Oh, ich hoffe, das wird im nächsten Teil besser. Auf jeden Fall schwierige Streckensituation. Ihr seht es, da ist nämlich schon der nächste Pauke, den wir hier überholen müssen, dürfen, sollen. Ein Red Bull, der weiß aber sich zu benehmen. So, der fährt nach außen, wunderbar. Aber es hat trotzdem jetzt schon viel zu viel Zeit gekostet. Danach ist die Strecke zumindest... Das können wir also nutzen. Und warum ich direkt rausgefahren bin, ist die Wetterübersicht. Aber das wird wahrscheinlich heute nichts mehr. Der Q3, wir sehen es hier, das ist der blaue Strich. Das heißt, wir können uns ja doch tatsächlich Zeit lassen. Ich habe erst den Überblick verloren. Ihr seht es da oben, 75% Regen. Hier, das ist aber in weiter Ferne. Wir fahren quasi jetzt hier, das ist Q3. Und mehr wird da nicht passieren. Das heißt, wir können entspannt noch eine zweite Runde fahren. Ich hatte Angst, dass wir nur die erste haben und dann... Aber ihr seht's, 1,28,8. Wir sind gerade 1,27,2 oder irgendwas gefahren. Also, katastrophal. Gut, es hat sich als falsch herausgestellt. Achtung, Falschmeldung bei MT. Einsetzender Regen. Ihr seht's, wir sind gerade wirklich... Ich habe die Aufnahme vor einer Sekunde pausiert, habe kurz vorgespult. Einsetzender Regen, 100%. Das heißt, schade. Ich weiß nicht genau, was das mit den Zeiten macht. Es regnet heftig. Wir sind jetzt schon bei 2 mm. Und ihr seht es an Verstappen, dass es da ganz schön schlippery wurde. Also vielleicht haben wir doch Glück gehabt. Vielleicht war die Prognose doch erst richtig. Sieht soweit ganz gut aus. Denn es trocknet gerade nicht ab. Es sind bloß noch 6 Minuten. Gucken, ob die Strecke in so einen Zustand kommt. Denn wir hätten jetzt wirklich mit Leclerc auf 6, Sainz noch nicht mal eine Runde gesetzt. Und Verstappen auf 7. Natürlich eine
eine sehr, sehr gute Ausgangslage. Ja, und so ist es auch. Da müssen wir nicht nochmal rausfahren. Das ist kurz vor Full Wets. Wir sind bei 3,94. Ab 4,0 gilt die Strecke als sehr nass. Und da können die jetzt hier abrocken, wie sie wollen. Da passiert gar nichts mehr. Gar nichts. Sainz mit 19 Sekunden auf 9. Der kann natürlich jetzt nochmal ranfahren. Zumal, ihr habt es ja auch gesehen, unsere Runde mit 1,28,8 war jetzt nicht so schnell. Da fehlen fast zwei oder werden anderthalb Sekunden wären auf jeden Fall möglich gewesen, schneller zu sein. Das können aber die Reifen hier nicht leisten. Und auch wenn wir die Intermediates hier sehen, die auf so einer nassen Strecke, das wird gar nichts. So, zeigen wir mal, was hier los ist. Diese Unterbrechung jedes Mal, das ist Wahnsinn. Also, Sainz schiebt sich sogar noch vor Verstappen. Carlos Sainz auf 7, Max Verstappen auf 8, Vettel auf 9, noch mit einer Startstrafe. Russell ist auf 12 gewesen. Das sieht doch wunderbar aus, Leute. Ich freue mich tierisch aufs Rennen. Ein Startplatz an der Spitze des Feldes. Aber ist es möglich, diese zu halten? Und da ist Schumacher, der zweite Fahrer heute. Es ist der dritte Platz, verlockend nah an der Pole. In wenigen Augenblicken geht es los. Die Fahrer sind aufgewärmt und alle sind bereit, hier beim großen Preis von Japan. Die Ampel ist aus und los geht's. Los geht's. Wir sind auf 1 und 3. Ihr habt es gesehen, das Qualifying lief außerordentlich gut. Beide sind auf Angriff gestellt. Leider war ich so nervös vor dem Start, dass ich anstatt einer Strategie einfach auf Weiter geklickt habe. Das heißt, wir sind einfach automatisch mit den roten Reifen gestartet. Ist aber gar kein Problem, denn ihr seht es hier an der Stelle, alle fahren mit Rot raus. Von daher alles super, beide sind auch aggressiv. Das heißt, wir haben Perez direkt mal Platz 2 weggenommen. Mick zieht davon. Hängt sich hinter Kevin dran, das ist doch schon mal außerordentlich gut. Wir sehen uns das natürlich nochmal an in der schönen Wiederholung hier. Okay, aufgepasst. Da ist Schumacher. Schön die enge Linie gewählt, da Perez gar nicht viel Platz gelassen, dann besser in der Traktion, besser rausbeschleunigt. Die Pace ist wunderbar. Schönes ERS mit eingesetzt und die extra PS rangeknallt. Jetzt geht's aber richtig rund auf 1 und 2. Wir sehen es, Sainz hat sich vor Leclerc geschoben. Dort gibt es auch einen erbitterten Zweikampf bei der Scuderia. Vielleicht wird dort noch um Verträge gekämpft oder sonstiges. Denn wir wissen nicht, was in der nächsten Saison passieren wird. Alles kann passieren. Alles kann anders werden. Bin sehr gespannt, ob im Formel 1 Manager 23 die Aston Martins genauso gut sind wie in dieser Saison. So, und jetzt haben wir schon quasi fast die Sekunde rausgeholt auf Perez. Guck dir das an. Wunderbar. Schöne Strecke mit vielen Kurven, aber auch mit einer schönen langgezogenen Geraden, die wir hier sehen. Wie in dieser Linkskurve mündet, dann gibt es noch ein bisschen Gas und dann gibt es hier die Passage, wo man stark abbremsen muss für die Rechts-Links-Kombination. Und dann wieder eine langgezogene Kurve bis zu Start und Ziel. Wirklich eine Strecke, die viel abverlangt, vor allem mit dieser Schlängellinie, die jetzt hier gleich kommen wird. So, was stellen wir aus? Die hier, da wirken nämlich die Kräfte ungemein. Man merkt es ja nochmal selbst. Wenn man die Linie nicht ordentlich fährt, kann man hier leicht nach außen gedrängt werden. Hier gehört also schon ein bisschen fahrerisches Können dazu und das haben die beiden Jungs auf jeden Fall. Wir sehen jetzt auf 1,4 Sekunden herausgefahren auf den Perez. Hamilton sitzt dahinter, 0,4 direkt dran. Und es wird spannend ab nächster Runde, wenn dann das DRS eröffnet ist, denn auch Ocon kann sich hier behaupten, obwohl er da schon angegangen wird von Carlos Sainz, der auf dem Gaspedal klemmt. So, was haben wir weiter hinten? Verstappen auf der 8. Es gab eine gelbe Flagge. Norris hat's erwischt. Konkurrent mit Unfall. Wo ist er? Wenn wir sehen es, der halbe Frontflügel fehlt. Wir schauen uns die Wiederholung an. Achtung, wir sehen uns Lando Norris an. Verbremst, oder was? Ja, verbremst. Glück, dass er weiterfahren kann.
ist jetzt ganz hinten dran. Ist natürlich auch wieder sehr, sehr unglücklich. Lando Norris, ausgezeichneter Rennfahrer. 2 Sekunden sind es jetzt schon fast, die wir hier vorne uns geholt haben auf Perez. Und Mick mit der schnellsten Rennrunde. Mick kann sehr gut dranbleiben, genießt den Windschatten von Kevin. Und eigentlich ist es mir egal, wer von den beiden jetzt erster wird. Heute gibt es keine Stallorder. Beide sollen ordentlich fahren, beide sollen Punkte holen. Wenn Mick sich auch mal wieder einen Saisonsieg schnappen könnte, wäre natürlich wunderbar. Aber lass uns nicht davon reden. Wir haben 53 Runden vor uns mit DRS. Mit viel Action und Spannung. 2 Sekunden auf Perez ist das, was ich sehen will. Und alles andere ist mir eigentlich relativ egal. Stroll. Und schon blockieren die Räder. Das hätte fast das komplette ausbedeutet. Ich liebe dieses Abhaken. Das ist so perfekt gemacht. Das Team ist davon wirklich unter. Also Stroll hat es leider auch erwischt. Wir sehen hier vorne den Zweikampf. Das ist schon sehr, sehr gut. Mick hat Runde 5 überholt. Oh, Norris, der nächste Dreher. Das kann doch nicht wahr sein. Wieder an derselben Stelle. Diesmal beim Rausbeschleunigen. Hat er den Halt verloren und da war es das. So, ich habe das Benzin auch wieder runtergestellt. Also wir sind jetzt auf ganz normalen Einstellungen. Kein ERS mehr auf Nutzen. Kein Benzin auf Fett. Und wir können uns trotzdem so bei diesen 2,2, war schon mal bei 2,5 Sekunden halten im Vorsprung. Hamilton hatte sich auch schon mal vorgetraut, war schon mal an Perez vorbei. Sainz hat mittlerweile Ocon überholt. Aber hier geht es natürlich eng zu, da sind alle dran, bis auf Verstappen hinten. Der will natürlich eigentlich den größten Teil von Flügen abhaben. Vielleicht kommt da ein Undercut nachher, wo wir sehen. Ist sowieso spannend, wie lange die Reifen hier halten. Und wie wir hier mitfahren können. Russell dahinter schon relativ abgeschlagen, 1,4 Sekunden. Der kann diesen ganzen DRS-Train dann leider nicht mitnehmen. Und auch dahinter haben wir so eine kleine Gruppe, die hier über der Sekundenmarke liegt und damit nicht mehr im Genuss des hochgestellten Heckflügels kommen kann. Und dann hier hinten ab zu Noda dann eine größere Lücke. Und wir sehen es hier auf der Karte auch. Norris fährt da für sich alleine. Der macht so ein bisschen Sightseeing-Tour. Der erklärt den Touris, was man hier so in Suzuka erleben kann. Und was man sich anschauen sollte. Aber wir springen natürlich wieder nach vorne. Zack. Zu unseren beiden Fahrern. Und Kevin macht da ganz schön Palermo, der will da hinten ran. Der will vorbei. Der lässt sich das nicht bieten von seinem Teamkollegen. Der will den Weltmeistertitel heute als Erster gewinnen. Der will natürlich ganz oben stehen, wenn er den Pokal sich holen kann. Und da war es das leider schon wieder. Denn wir sehen es hier. Die Red Bull und die Mercedes und auch der Ferrari sind rangekommen an Mick. Kevin kann vorne ein bisschen wegfahren. Ich habe das Benzin wieder hochgestellt, weil ich dachte, ich kann so diese Sekunde wieder schließen, aber war nicht machbar. Jetzt ist es leider so weit, dass wir hier sagen müssen, wir müssen uns behaupten und versuchen, irgendwie vorn zu bleiben. Aber Kevin hat immer noch die Sekunde Vorsprung. Das heißt, Mick wird da ein bisschen Puffer spielen, ein bisschen den Blocker machen. Gucken, wie lange das gut geht. Und es ging nicht so lange gut. Perez ist natürlich ein exzellenter Fahrer, hat ein gutes Auto und setzt sich vor Mick. Und nicht nur das, er ist sogar ganz nah dran, auch Magnussen zu schnappen. Ist auf 0,4 Sekunden rangefahren. Die Reifen bei uns allen so bei 60% ungefähr. Ich weiß nicht genau. Ich habe leider nicht einen einzigen Blick haschen können auf die vorgeschlagenen Strategien. Ob das jetzt ein Rot-Weiß gewesen wäre, ob das ein Rot-Gelb ausgereicht hätte. Wir werden das einfach sehen, sobald wir uns da ein bisschen in die Boxengasse einen Blick hineinwerfen und mal gucken, wie lange denn der Gelbe hält. Und ich glaube, es waren angezeigt für 40 Runden, aber ich kann mir das nicht so richtig vorstellen, wenn der Rote hier nach 13 Runden schon bei 60% hängt. So, Kevin macht die Tür nicht ganz auf, sondern nur so ein Spalt, dass Perez mal reingucken kann, aber wie gesagt wird, pass auf, gucken darfst du, vorbei ist nicht. Da hält er sich bis jetzt auch noch dran und Mick aber auch dahinter in Schlagdistanz noch. Jetzt kommt aber der Angriff, oder? Mit DRS.
Zieht da vorbei. Nee, sieht nicht so aus. Traut sich nicht. Verstappen immer noch auf 8. Das wundert mich tatsächlich. Der hat mitten in der Saison dann einfach abgebaut. Konnte sein Leistungsniveau nicht mehr halten. Wer weiß, was mit dem Auto gewesen ist. Im Vergleich Perez ja immer sehr, sehr gute Ergebnisse geholt. Bis auf dann, wenn er vom Mick rausgeschoben wurde. Ansonsten eigentlich sich sehr, sehr gut verkauft da vorne. Dann haben wir die beiden Ferrari und der wiedererstarkte Lewis Hamilton, der sich vor die Scuderia setzen kann. Der jetzt hier auch darauf wartet, dass Mick irgendeinen kleinen Fehler macht, um dann dort vorbeizuziehen. Norris mittlerweile auf den harten Reifen unterwegs. Vielleicht kann er damit sogar durchfahren. Aber ich glaube, auch das wird nichts, um da noch irgendwas zu holen. 25 Sekunden hat er Rückstand. Das wird schwer. Leclerc mit der neuesten, schnellsten Rennrunde in der Zwischenzeit. Und vorne wirklich ein sehr, sehr enges Rennen. 0,3 Sekunden Magnussen vorne. Wie lange kann er sich halten? So, die erste Batterie ist in die Box gefahren. Ich habe daraufhin bei beiden Autos gleich das Pushen eingestellt, sodass wir dort nicht dem Undercut unterliegen. Wir sind ja auf 1 und 3. Perez wird auch nächste Runde reinkommen. Das heißt, eigentlich will ich dort gerne ein bisschen Zeit noch rausfahren, denn wir werden die Hundertstel, die Zehntel, die werden wir schon liegen lassen und verlieren irgendwie. Und ich kann halt auch nur einen reinschicken. Ne? Das heißt, ich möchte aber eigentlich Kevin Magnussen als ersten in der Box sehen. Genau, und jetzt wollte ich aber schauen, was hat denn der Rest sich drauf geschnappt. Ist das ein Zweistopper oder was? Waren die Zweistopper? Rot, rot, gelb oder was? Aha. 16 Runden mit Rot. 32. Das finde ich ja spannend. Rot, rot, gelb. Ach, hätte ich das nur vorher gesehen mit den Strategien. Ärgerlich. Na gut, wir gucken es uns an. Wir haben noch einen roten. Ja, zwei, die so okay sind. 89 und 88%. Weil das hier hält 42 Runden. Ich weiß eben nicht. Ich würde eigentlich lieber auf gelb wechseln. Ich würde lieber gelb wechseln und durchfahren, anstatt noch einen zweiten Stopp zu machen. Allerdings 42 Runden. Da sehen wir es. Lebensdauer Runden 16. Aktuell aufgezogen. Dann sind die schon fast runter. Und 27 wurde prognostiziert. Das stimmt ja nicht. Also lang würden sie wahrscheinlich halten, aber die Zeiten sind einfach nicht dafür da. Mit den Weißen könnten wir wahrscheinlich durchfahren. Eigentlich will man das lieber covern, was der andere macht, ne? Vielleicht probieren wir einen Strategiewechsel. Wir fahren mit Kevin rot-rot-gelb und fahren mit Mick Box. Rot-gelb. Mal gucken. So, wir sollen beide erstmal ein bisschen pushen, ne? Wir wollen ein bisschen Zeit haben. 0,4. Ja, jetzt ist natürlich wieder DRS an. Ne? Da kann man nicht viel machen. Safe fuel. So, und Mick soll noch eine schnelle Runde drehen. Und zwar auch aggressiv. Perez bleibt draußen. Da macht sich schon der Rest bereit. Da kommt ein Ferrari auch rein. Oh, 3,1 ist jetzt wirklich nicht so gut. So, kommen wir vor Hamilton wieder raus. Ja, gerade so. Gerade so. Bisschen pushen. No saving required. Ricardo vor uns. So, und jetzt müssen wir mit Mick rein, ne? Jetzt müssen wir eigentlich eine reinfahren. Was haben wir für Rundenzeiten? 1,33,1.
Können wir den hier noch irgendwie überholen, den Perez? Gucken hier auf den langen Geraden vielleicht. Er zieht halt nicht rüber, ne? Das ist immer, haben wir in den letzten Rennen immer schon beobachtet. Wenn diese Reifen an Reifenstellung ist, dann macht die Karriere einfach nichts. Also. Box, Box, Box. Box, Box. Sainz kommt auch mit rein und Perez fährt weiter. Perez zieht durch. Russell kommt auch mit rein. Magnus überholt derweil Ricardo. Hat jetzt Vettel vor sich. Vettel ist auch in der Box. Das heißt, die kommen alle weg. Leclerc hat noch alte Reifen drauf und Perez hat noch alte Reifen drauf. Und da kommt der Zug. Wir kommen noch vor. Wie knapp war das denn? Vor Sainz raus. Und auch mit Mick noch vor Verstappen. Das ist schon mal sehr, sehr gut. So, und hier stellen wir mal auf ausgewogen wieder. Gibt es da vielleicht nachher wirklich noch Probleme? Also hier auf Standard. Da pushen wir trotzdem noch ein bisschen, aber minus 0,2 jetzt nicht so eine Probleme. Mal, was vorne passiert. Bei euch beiden, ihr seid jetzt auf der langen Gegengerade. Gucken, die werden jetzt wahrscheinlich auch reinkommen. Was sagen die Rundenzeiten? Magnussen 1,54. Da vorne gehen sie beide rein. Magnussen kommt vorher raus. Oh, das ist aber wahnsinnig knapp. Wahnsinnig knapp, die Geschichte hier. Perez auf 2, Sainz auf 3, Verlierer damit Mick Schumacher auf 7. Und zwar absolut. Ist dann wahrscheinlich zu lang draußen gewesen. Und jetzt ist ja alles bereinigt, ne? Jetzt sind wir eigentlich... Sind wir alle mit einem Stopp. Genau, absoluter Verlierer dieser Geschichte war leider Mick Schumacher. Der jetzt auch gerade vom Verstappen überholt wurde, hat aber auch die langsamsten Reifen, kann damit aber vielleicht auch durchfahren. Also von daher, da will ich jetzt nicht so viel investieren. Vorne Kevin Magnus und das ist Priorität Nummer 1. Für die Punktewahl und dann schauen wir mal, was uns das derzeitige Ergebnis denn so einbringen würde. Und wir sehen es hier, 31 Punkte für uns, 27 für Red Bull. Das heißt, wir können unseren Punktevorsprung ausbauen. So, Runde 35 ungefähr sind die Reifen im Eimer. Jetzt können wir bei Mick mal schauen. Nee, es reicht auch hier nicht. Also es bleibt bei der 2 Stopp. Man hätte tatsächlich dann die weißen Schlappen nehmen müssen. Und das haben wir nicht gemacht, aber ist nicht schlimm. Dann haben wir mit Mick zum Schluss noch mal ein bisschen Aufholjagd. Das wird doch auch fantastisch. Es gab einen Unfall auf der Strecke. Es ist ein Red Bull und ein Ferrari involviert. Ich hätte gerne erstmal die Wiederholung gesehen, Leute. Boxenstopp, wir öffnen mal, aber wir machen, glaube ich, nichts. Könnte man natürlich auch sagen, wir fahren mit dem harten Reifen aus. Nee, ich, ja. So, es ist natürlich super ärgerlich. Jetzt hatten wir die Wahl, dass wir den Boxenstopp mitnehmen, nochmal die Reifen tauschen. Wir waren aber gerade erst drin, also ich fand es jetzt nicht so perfekt. Das Problem ist, dadurch haben wir keine Chance mehr gehabt, die Wiederholung zu sehen. Und die ist jetzt einfach weg. Also es gab ein Unfall zwischen Carlos Sainz und Max Verstappen. Verstappen, ihr seht, das Auto ist vorne komplett zerstört. Carlos Sainz scheint aber schuld gewesen zu sein. Der erhält hier eine Strafe, ist aber auch ausgeschieden. Das heißt, für ihn war es das. Verstappen muss jetzt wieder in die Box, muss sich eine neue Nase holen, kann damit also auch nicht mehr ins Titelrennen
einschreiten. Und wir haben zwar eine gelbe Flagge, aber wir haben dort auch kein... Doch, jetzt blinkt es auch das Safety Car. Jetzt können wir mal reingucken. Fährt irgendjemand in die Box? Dann stellen wir natürlich erstmal alles wieder runter. Oh, schauen uns das an. Fahren wir alle wieder ran. Verstappen in der Box. Verliert jetzt nicht so viel, ne? Dadurch, dass wir mit dem Safety Car herfahren. Kommt auf 15 zurück. Hat er dann gleich auch die Reifen gewechselt? Hat er weiß? Ne, er hat sich Mediums geholt. So, Safety Car will be in this lap. Safety Car will be in this lap. Copy. Okay. We good to push. Copy that. Energy if you need it. Copy that. Also Mick 4 auf 5 durch diesen Unfall, weil die ja beide vor ihm waren. So, und wir sehen auch, Kevin darf jetzt vorne die Pace gehen. Gucken, wie er es diesmal anstellt. War ja bis jetzt immer sehr, sehr gut. Gucken, jetzt holt er Schwung. Vielleicht ein bisschen spät mit dem Beschleunigen. Vielleicht ein bisschen spät. Da sind sie alle aufgereiht, wie die Orgelpfeifen. Da passiert also nicht so viel. Kevin kommt aber vorne ganz gut weg. 0,3 Sekunden vor Harris. Hamilton dahinter. Leclerc, dann wir. Das hier sieht also gut aus. Bisschen Abstand ist schon. Das war ganz gut, dass wir uns da das ERS wieder aufladen konnten. Sollte man unbedingt immer, immer, immer machen. Mick schert jetzt aus, versucht da den Ferrari zu kriegen, aber es ist wirklich, es ist noch hier an der Stelle zu eng, vielleicht auf der Gegengerade. Kevin vorne schon wieder weg, 0,8 Sekunden Vorsprung, sehr, sehr gut. Ist natürlich extrem bitter jetzt für Max Verstappen und so will ich mir das eigentlich auch nicht wünschen, dass wir uns hier diese Titel schnappen. Aber diesmal können wir nichts dafür, diesmal war es ganz einfach Fehler von Ferrari, möchte ich behaupten, wir haben keine Wiederholung gesehen. So, und da gibt Mick schon mal wieder schön Gas. Ist immer noch nicht vorbei. Aber ist dran. 0,2 Sekunden. Hat auch ein bisschen mehr Benzin gespart. Kann also hier auch ein bisschen länger auf die Tube drücken. Schnellste Runde, Kevin Magnussen. Stark. Gucken wir uns mal die Reifengeschichte an. Es war, glaube ich, keiner weiter in der Box. Verstappen und Stroll waren in der Box. Ansonsten sehe ich fast keine neuen Reifen. Ja, schade, okay. Und Kevin schon wieder die Sekunde rausgefahren. Oh, ist das perfekt. Ich liebe das. Fantastisch, Kevin. Du hast einfach eine sensationelle Leistung diese Saison. Some lift and coast will help that. Perez auf Angriff. Perez im Windschatten mit DRS. Zwar den langsamen Reifen, aber deutlich bessere Zustand dieser Reifen bei 80%. Wir sind bei 56. Das wird also auch nicht mehr lange halten. Also mal gucken, was wir hier für Rundenzeiten eigentlich noch abliefern können. 1:32.3. Damit sind wir immer noch besser als der komplette Rest bis auf Russell. Jetzt 1:32.6. Das ist dann schon wieder eine ganz andere Nummer. Das ist die Frage, wie lange halten jetzt die Reifen? Sehen Sie, hier ist ein bisschen besser als prognostiziert. Das ist natürlich die Safety-Car-Phase. Hier auch besser als prognostiziert, aber trotzdem durch. Fährt man jetzt tatsächlich noch ein Weiß da? Wie lange halten die hier? 18? Eieiei.
sind nicht mal 20 Runden, ne? Boah, das ist natürlich eine schwierige Geschichte. Vielleicht stellen wir die hier nochmal auf leicht. Ja, take it easy. Copy. Könnten uns von Paris auch überholen lassen und hinterherziehen. Vielleicht ist das noch eine Variante. Weiß will ich eigentlich nicht draufziehen. Ich würde dann gerne mit Gelb weiterfahren und dann ist Feierabend. Jetzt sind wir aber sehr weit nach außen gekommen. Eigentlich die Chance an der Stelle für Paris zu überholen, nutzt sie aber nicht. Ist jetzt schon extrem nah dran. Mal gucken, ob er reinsticht. Nee. Kevin macht da noch die Tür zu. Jetzt kommen wir auf die rechts-links Geschichte, wo man sehr abbremsen muss. Da gibt es auch keine Chance. Jetzt vielleicht beim Rausbeschleunigen. Nope. Keine Chance. Aber jetzt, da kommt der Angriff und da zieht er auch locker vorbei. So, jetzt hinten dran heften, das wär's. Hinten dran heften, mitfahren, mitziehen lassen. Komm schon, auf geht's. Gerade bin ich zum Mick rüber gewechselt und dann sehe ich an ihm vorbeischießen und hab mal ganz schnell Pause gedrückt. Den Russell, denn der hat hier einen kleinen Abflug gemacht. Sitzt jetzt hier außen und darf jetzt warten, bis hier irgendwie der Rest vorbeifährt. Da steht er. Die Räder haben wohl blockiert. Oh Mann, Russell, ey. Da hast du natürlich auch den schönen Bock geschossen. Und sogar Norris kommt vorbei, der am Anfang schon so viel Pech hatte. Einzig und allein Alonso wird es wahrscheinlich schaffen, hinter ihm zu bleiben. Ja, so sieht's aus. Russell also wieder auf der Strecke. Nichts kaputt gegangen, aber ein schöner Verbremser. Der hätte an der Stelle fast Mick Schumacher mitgenommen. Er ist quasi wirklich... Mick will in die Kurve rein... Und Russell will ein bisschen später auf der Bremse sein, um reinzustechen auf der linken Seite. Und zack, durchgerauscht. Also wir haben eine Menge Glück gehabt gerade an der Stelle von Mick Schumacher. Da kann man sich also jetzt erstmal nicht beschweren. Da sind wir ganz gut unterwegs. Und Kevin, ich hatte die Reifen hier auf leicht. Damit können wir nicht mithalten. Da sind wir dann schon fast aus dem DRS-Fenster raus gewesen. Und das ist was, was wir nicht machen wollen. Das heißt, wir fahren jetzt hier einfach so mit. Riskieren die Reifen da ein bisschen. Aber ich würde gern in der Zwischenzeit hier einfach das ERS aufladen. Mal gucken, ob wir das schaffen, damit wir dann beim Boxenstopp vielleicht einen Undercut hinkriegen, indem wir komplett pushen. Mal schauen. So, für uns geht's in die Box auf Platz 2. Wir sind leider nicht näher rangekommen. Es waren 1,2 Sekunden Rückstand auf Paris. Der gute Hamilton hat sich auch schon die gelben Schlappen geholt. Ocon auch, Gasly, Tsunoda, hinten die Fraktion, die sind alle schon beim Wechsel gewesen. Gucken, wie wir rauskommen. Vor Norris noch. Ah, das sieht eigentlich ganz gut aus. Nee, sieht's nicht. Wir kommen dahinter raus, aber wir kommen da vor der Vierer-Bagage raus. Das ist schon mal nicht so schlecht. So, und jetzt heißt es hier ein bisschen auf Angriff stellen. Wir haben, wie gesagt, das ERS aufgeladen. Wir können das dann auch ein bisschen nutzen. Wir geben aber erstmal ein bisschen hier dazu. Und hier sehen wir auch, das mit den Reifen funktioniert anscheinend ganz gut. Wir bringen die erstmal ein bisschen auf Temperatur. Und versuchen uns so dann die Plätze wieder zu holen. Vielleicht kriegen wir den Norris schnell überholt, denn der ist mit seinen roten, mit seinen weißen Reifen auf 47% natürlich mehr so ein Bremsklotz als alles andere. Ich Schumacher jetzt gerade auf 3, klar. Weil wir vorne weg waren. Jetzt mal gucken, was die Rundenzeiten so aussagen da vorne. 1,31,7 bei Mick fährt also ein bisschen schneller als die beiden vor ihm. Das gefällt mir sehr gut. So, Kevin, bitte überholen, ne? Schnell. Vor allem hier auf der Geraden. Komm, lass dich da nicht hängen. Zieh vorbei, bitte. Jawohl. Schafft er. Hat jetzt die bessere Linie. Kann sich da vorsetzen. Wunderbar. Das ist wichtig, dass wir da nicht aufgehalten werden. Denn das ist der Punkt, wo Paris dann auf jeden Fall gewinnt. Weil wir die Zeit dann dort liegen lassen an der Stelle. Jetzt kommt aber der Konter direkt wieder von Norris. Mit DRS. Und sich also wieder davor setzen. Das ist genau das, was wir nicht wollen. Wir wollen hier keinen Zweikampf haben mit einem Norris.
So, und hier auch. Es ist immer noch ein bisschen besser. Mick fährt ein bisschen schneller. Gucken, kann er sich denn da auch an den Leclerc noch ranziehen? Schön wäre es, wenn wir die Sekunde zumindest zumachen. Happy to push. Komm, zieh. Zieh ran da. Good job. So, das ist doch schon mal nicht schlecht. Sind wir in der Sekunde. Mit einem Überholmanöver. Magnussen überholt Norris wieder, das ist sehr gut. So, den Konter halt abfangen. Oh, und jetzt sind wir natürlich hier nicht. Haben wir DRS? Ja, haben wir. Okay, das heißt, wir sind wieder dran. Wir sind an Leclerc. Ferrari muss natürlich aufpassen, dass sie ja nicht raushauen oder dass Mick ihn raushaut. Das bringt uns nämlich gar nichts. Wir brauchen die Punkte einfach. Dadurch, dass ja jetzt auch Verstappen nicht eingreifen kann. Unter den Top 5. Könnte das ganz gut werden hier. Bleib dran, Junge. So, der Rest ist mit DRS dann eigentlich machbar. Mal gucken, wie das klappt. 1,8 Sekunden Vorsprung auf Norris, das ist wichtig. 4,4 Sekunden haben wir Rückstand auf Ricciardo. Mal gucken, wie wir das aufholen können. Das klappt schon. Rennplatzierung für Haas, da ist die Wiederholung. Okay, aufgepasst. Da ist Schumacher. Mick hier sehr, sehr riskant. Rechts außen überholt schon fast mit allen vier Reifen auf dem Gras. Kann aber Leclerc schnappen mit DRS. Sehr, sehr stark. So, und jetzt kommt es drauf an. Perez ist in der Box. Haben wir gut genug gearbeitet? Sind wir gut genug rangekommen? Wir geben hier wahrscheinlich nochmal einfach einen drauf. So, Perez. Wo ist Magnussen? Magnussen fährt jetzt gerade erst raus. Perez kommt da raus. Nein, Perez schafft es, vorne zu bleiben, oder? Der kommt da angerauscht. Das ist ja wirklich unfassbar knapp. Nein, Perez kann vor uns bleiben. Hat jetzt die roten Reifen drauf. Damit die schnellere Variante. Wie schade ist das denn bitte? So, wir haben natürlich die Reifen schon auf Temperatur. Das ist eigentlich ganz gut. Ah! Das hätte ich zu gern gesehen. Aber wir haben uns rangekämpft. Wir sind wirklich wieder exakt an ihm dran gewesen. Das war sehr, sehr gut. Wie sieht es bei Mick aus? Ah, das passt schon, ne? Da könnten wir jetzt eigentlich auch schon reingehen. Können wir eigentlich nochmal eine Runde schön pushen. You can stop lifting coast. Copy. Und sagen dann auch bitte reinkommen. 89, 89, ist egal. Gucken, wo Mick landen wird. Was ist mit Verstappen? Der müsste auch noch rein. Oder fährt der durch? Der hat 65%ige Gelbe. Das sieht eigentlich auch nicht schlecht aus. Leclerc kommt auch rein. Da wird es natürlich leider keinen Cut geben im Boxenstopp, weil wir da nicht so gut sind wie Ferrari. Nein, da bleibt alles beim Alten. Wir fahren aber schnell raus. Kommen aber auch wieder hinter Hamilton raus. Naja, gut. Das lässt sich nicht ändern. Jetzt sind wir natürlich aber trotzdem eingestellt noch mit Pushen. Da wollen wir ein bisschen Gas geben. Ja, fehlt eigentlich nur noch Verstappen da vorne. Der rein muss. Der aber vielleicht auch gar nicht mehr reinfährt. Vielleicht ist das gar keine schlechte Strategie. Der hat ja mit Stroll da nochmal gewechselt. Sie da vielleicht durchkommen damit. Wir wollen aber an Stroll eigentlich vorbei. Der soll uns doch nicht so lange aufhalten, bitte.
use overtake. Yeah, copy. So, jetzt wird's was hier, komm. Auf der langen Gegengerade, komm, zieh! Perez fährt uns nämlich sonst da vorne weit weg. Ah, wir sind hinten dran, alles gut, kriegen wir hin. Wird jetzt hier passieren auf Start und Ziel wahrscheinlich. Aber wir verlieren natürlich viel Zeit. Viel Zeit hier auf vorne, Perez. Jetzt zieht er raus. DRS an. Ja, kommt vorbei. Das kriegen wir hin. Das kriegen wir hin. Sehr schön. Jetzt haben wir wie viele Sekunden Rückstand? 2 knapp. Ja, ich lasse es noch ein bisschen auf Fett gestellt. Ich hoffe, dass wir da rankommen an Perez. Er hat natürlich die Roten dran. Es wird unheimlich schwierig, da ein paar Pünktchen zu machen. Weg auf 1,1 ran an Leclerc. Der ist eine Sekunde dran an Hamilton. Der hat also schon das DRS. Das Fenster müssten wir eigentlich zufahren, damit wir doppelt ziehen können. Eieiei. Konzentrieren wir uns jetzt auf den Haas. So, Mick ist auch an Stroll vorbei. Eine Position gut gemacht. Hat jetzt Hamilton vor der Nase, weil Leclerc da vorne mächtig Gas gibt. Und wir sind auch an Leclerc kein bisschen rangekommen. Da gab es keine Chance. Bei Hamilton sieht das dann anders aus. Der hat die gelben drauf. Da könnten wir uns nochmal rantasten. Kevin Magnussen in der Zwischenzeit mit der schnellsten Rennrunde hat eine sehr, sehr gute Zeit gefahren. Aber der Abstand wird einfach nicht kleiner zu Perez. Dessen Abstand wird aber deutlich kleiner zu Verstappen. Das heißt, da waren wir schon mal bei 3,9 Sekunden, jetzt sind wir bei 2,1. Der wird dieses Tempo also vorne nicht halten können und wahrscheinlich auch noch weiter nach hinten durchgereicht. Der scheint nicht zum Wechsel fahren zu wollen. 44 von 53 Runden haben wir jetzt auf dem Tacho. Und der Abstand wird immer kürzer. Ich weiß nicht, ob er sich damit unbedingt einen Gefallen getan hat, da nicht nochmal eingreifen zu können. Denn jetzt lohnt es sich tatsächlich nicht mehr, nochmal die Reifen zu wechseln. Vielleicht hat er auch keine Roten mehr gehabt, die noch zu fahren gewesen wären. Aber mit seinem 50% Gelben wird das wahrscheinlich nichts. Wenn wir ihn noch überholen könnten, wäre das super wichtig für die Konstrukteurswertung. Denn so kriegen die zwei da vorne eine Menge Punkte. Machen 43, während wir nur 23 machen. Und das wird dann wieder sehr, sehr spannend. Und spannend brauchen wir nicht diese Saison. Das hatten wir letzte Saison im Kampf um Platz 7 und das ging nach hinten los. Das heißt, diesmal bitte keine Spannung, diesmal einfach zeigen, was wir können. Gas geben. Perez wird jetzt vorbeiziehen an Verstappen. Genau so ist das auch. Und wir haben noch 1,5 Sekunden Rückstand. Also ich glaube, wir sollten jetzt auch mal einfach noch einen drauflegen. No saving required. Dass wir die Sekunde zufahren, dass sie sich dort nicht mit dem DRS-Train so viel Power geben. Vielleicht kommen wir ja da ran an die eine Sekunde, bevor Perez weg ist. Ah, sieht doch gar nicht schlecht aus. 1,2 haben wir da noch. Wir haben halt nicht mehr so viel Spiel mit dem Benzin. Das ist so ein bisschen die Problematik. Dass wir da nicht unbedingt so viel Power geben können und dass unsere Reifen jetzt im Vergleich zu Verstappen jetzt auch nicht mega gut sind. 67%, der hat irgendwas mit 40, ja, 48, ja, das ist schon ein Unterschied, aber halt jetzt auch nicht die Welt. So, wir sind auf die Sekunde dran, das hat geklappt. Jetzt hier schön Gas geben, schön ransaugen, dann bei Start und Ziel überholen. Im Mix sehen wir es 2 Sekunden mittlerweile auf Hamilton, das ist nicht gut. Da kommen wir nicht ran. Der ist aber an Leclerc sehr nah dran. Sondern dass es da auch gleich den Konter gibt. Aber erstmal ist das hier wichtig. Ja, er hat auch noch DRS. Na klar, na klar, na klar. Und wir haben leider kein ERS, um hier nochmal die extra Power oben drauf zu geben. Das hätte ich nicht gedacht. Also das war eine ganz gute Strategie von Verstappen.
fällt natürlich jetzt ein bisschen zurück, aber ich glaube, selbst Hamilton schafft es nicht mehr, diese 4 Sekunden noch aufzuholen in den verbleibenden 6 Runden. Wir kommen hier auch nicht wirklich dran. Wir verlieren immer mehr Zeit. Das ist ganz komisch. Die Reifen sind jetzt auch schon bei 60% runter. Ja, schwierig, schwierig. Verstappen raus aus dem DRS-Fenster. Das heißt, jetzt ist er uns ausgeliefert. Jetzt können wir überholen. Mal gucken, ob wir es hier schon probieren oder dann doch erst Start und Ziel. Ah, und Perez wird da vorne kaum noch zu halten sein. Wir haben keine Reserven mehr. Leider keine Reserven mehr. Jetzt kommt der Angriff. Komm schon, zieh, Junge, zieh! Sehr schön vorbeigesetzt. Das ist gut. Ja, das, so könnte man es auf jeden Fall nennen, klar. Schön vorbeigezogen. Jetzt zieht er nämlich auch schon davon. Leclerc hat sich jetzt vor Hamilton gesetzt. Jetzt sehen wir es aus, es ist nicht mehr 4,3 Sekunden Vorsprung, jetzt nur noch 3,3. Also vielleicht wird da Verstappen doch noch gecatcht. Wenn wir aus dem DRS rausfahren würden... Oh, wer ging da weit nach außen? Wen haben wir da? Wen hat es erwischt? Kann ich nichts erkennen. Wenn wir aus dem DRS rausfahren, ist er so ein bisschen auf sich gestellt. Der Verstappen. Wir sehen nochmals hin. Sebastian Vettel war da verwickelt und abgedrängt. Ja, ach komm, das war ja nun gar nichts. Das war doch nichts. Das hat er doch fantastisch wieder gerettet. 2,1. Ah, komm. Bisschen Druck. Bisschen Druck. Reifen müssen wir leider schonen. Wieso kommen sonst noch die 30%? Das wird zu knappo. Und selbst wenn es nicht so viele Punkte sind, die Mick da holen könnte, jeder Punkt ist wichtig. Tja, manchmal kannst du die KI einfach nicht beschreiben. Wir haben noch 3 Runden und Verstappen fährt in die Box. Ja, ich habe mir gerade die Ansicht angeguckt hier, der Konstrukteurswertung. Wir würden 14 Punkte verlieren, was jetzt nicht so schlimm ist. Ne? Also wir haben jetzt nicht das beste Rennen gehabt, aber wir haben eigentlich perfekte Voraussetzungen gehabt. Das heißt, wir haben nicht unbedingt das rausgeholt, was machbar gewesen wäre. Aber dank Verstappen, seinem Wechsel jetzt, ich weiß nicht ganz genau, was er sich davon verspricht. Ob er da noch die schnellste Rennrunde holen will, das glaube ich ganz schwierig wird, wenn du nicht mehr unter den Top 10 bist. Denn die hier fahren beide vorbei. Na gut, vor Gasly wird er wahrscheinlich rauskommen. Aber das ist doch auch irgendwie merkwürdig, oder? Guck mal, jetzt kommt er vielleicht sogar noch hinter dem Dreiergeschwader raus. Oh, wow. Hat er zwar die roten Reifen, die werden irgendwie im 80er-Bereich sein, ja. Aber das kann ich ehrlich gesagt nicht verstehen. Denn wenn wir jetzt nochmal auf die Konstrukteurswerte gucken, dann bauen wir unsere Punkte aus. Also das war natürlich eine ganz, ganz merkwürdige Geschichte. Da ist die KI irgendwie noch nicht so drauf. Der wird sich jetzt hier wahrscheinlich noch ein paar Plätze holen. Kommen wir ganz ehrlich, der wird wahrscheinlich noch auf 8 vorfahren. Dann sind es aber 6 Sekunden. Und das bringt nicht viel. Schenkt ja dadurch auch noch Mick Schumacher auch noch einen Platz vorne. Oh, Konkurrent mit Reifenblockade. Was ist da passiert? Wen hat's erwischt? Bottas, oder was? Oh, und das ist nee, doch. Sehen wir mal, was da passiert ist. Wir sehen Valtteri Bottas. Wieder unsere besagte Kurve hier. Die Kontrolle ging verloren und da die Norris-Kurve. Aus Runde 1 oder 2, das war ja auch schon nicht schlecht. So, Mick hat keine Chance mehr. Nach hinten sind es 7 Sekunden zu Ocon, da passiert nichts mehr. Nach vorne sind es 3,5 zu Hamilton, das kann er nicht mehr holen. Hier ist es spannend, hier ist es richtig spannend. Da kommt der Angriff von Kevin Magnussen nach vorne.
Der will sich den Perez noch schnappen. Der Perez hat zwar gute Reifen gehabt, die sind aber jetzt bei 44% und wir wissen, dass die Routen dann ganz, ganz schnell abbauen können. Und wir sind heiß. Ich habe jetzt Benzin noch ein bisschen gespart. Das heißt, wir können da nochmal einen draufsetzen. Ui, haut euch nicht beide raus, Jungs. Das können wir wirklich nicht gebrauchen. Aber das ist nun mal der Weltmeister, der amtierende, der neue, der kommende. Der neue Weltmeister, der sich hier zeigen will und der hier nicht zurücksteckt. Denn mit diesem Platz ist er auf jeden Fall Weltmeister. Es hat heute wenig dagegen gesprochen, dass er es nicht schafft, aber das ist natürlich eine exzellente Leistung. Copy. Perez hat sich den Platz wieder zurückerkämpft, richtig stark von ihm. Wir müssen jetzt hier irgendwie versuchen, auf der Gegengerade nochmal. Hier. Das ist der Weg. Oh. Das ist der Weg. Hier müssen wir nochmal gehen. Hier müssen wir vorbeiziehen. Komm schon, zieh! Kevin, das ist immer dieselbe, dieses Radstandsding. Es nervt so sehr. Zu spät. Zu spät, leider. Oh, da hat Perez leider nochmal einen perfekten Spot genommen und ich habe den Weg nicht gefunden. Den Bremsweg, den Weg, ihm das zu vermasseln, aber gut. So ist das Spiel. Perez perfekt gefahren in der vorletzten Runde, dann hat uns das leider dann nochmal abgenommen, aber auf 2 und 5, beide im Ziel, beide in die Top 10. Verstappen noch auf 9 gekommen. Das heißt, der hat sich noch 2 Pünktchen geschnappt. Völlig unnötig. Und wir haben damit einen neuen Weltmeister. Kevin Magnussen zeigt uns, wie es geht. Ein tolles Ergebnis. Dieser Podiumsplatz ist eine tolle Leistung für das gesamte Team. Ein beeindruckendes Rennen für den Dänen, der unter Druck wirklich glänzen konnte. Aber hier sehen wir die drei Fahrer mit der größten Punkteausbeute und den zugehörigen Pokal. Haas mit einem guten Ergebnis, mehr als zufriedenstellend für das gesamte Team. Es ist wirklich schön zu sehen, dass sich all die harte Arbeit, die sie da reingesteckt haben, auch ausgezahlt hat. Nach einem intensiven Wochenende steht das Team ganz oben in der Konstrukteursmeisterschaft. Beim nächsten Mal überqueren wir den großen Teich und melden uns aus Texas zum kurvenreichen großen Preis der USA. So, Kevin. Weltmeister. Wer hat das gedacht? Unglaublich. Wir haben auf Max Verstappen einfach mal 116 Punkte Vorsprung. Und es gibt bloß noch 100. Nee, wie viel gibt's zu holen? 4 Rennen haben wir noch, 105. Da ist nicht mehr viel drin. Wow, wir müssen sprachlos. Es war eine sehr, sehr lange Saison. Die ist noch nicht vorbei. Aber das ist vorbei. Jetzt geht's hier drum. Jetzt geht's um diesen Punkt. Wir haben Punktgleichheit erreicht, dank Max Verstappen. Das muss man an dieser Stelle ganz, ganz deutlich sagen. Vielen Dank dafür. Es hätte uns das Leben schwer gemacht, wenn du heute einfach vorne geblieben wärst. So sind es, was, lass mich kurz rechnen, 24 und 30 sind 54 Punkte Vorsprung, so wie es vorm Rennen war. Das heißt, wir verschieben einfach den Kampf um den Konstrukteurstitel. Zumindest mal aufs nächste Rennen. Oder aufs übernächste. 50 können sie holen. Ne, 40 können sie holen. Ja, das ist noch alles machbar. Willkommen zum großen Preis der USA. Wir sind in Austin, aber dieses Wochenende sind keine wilden Cowboys auf der Strecke, nur ordentliche Pferdestärken. Das Rennen wird sicher unvergesslich.
Der Circuit of the Americas hat alles zu bieten. Kurven und Haarnadeln, steile Anstiege, schnelle Kurven und den Sektor 2, der nach Power schreit. Die Abstimmung bereitet Kopfzerbrechen, selbst wenn die Teams versuchen, den Abtrieb zu maximieren. Die Saison ist fast vorbei und den Teams läuft die Zeit davon. Kann jemand in letzter Minute aufholen? Können die führenden Fahrer so weitermachen? Die Zeit wird es zeigen. Möge das Wochenende beginnen! Wir starten in Texas ins Q1 mit einer halbwegs freien Strecke auf diesem sehr, sehr schönen Kurs. Gut designt, lange Geraden, spannende Kurven. Und diesmal relativ frei, wir sehen's. Sehr, sehr schön, keinerlei Probleme, da eine gute Zeit hinzulegen. Dreimal schnellster Sektor, logischerweise von Kevin Magnussen, vom Weltmeister. Eine Sekunde schneller als Migner, das wundert mich aber doch schon sehr. Wir haben eigentlich gute Teile eingebaut. Wir haben nochmal an der Aufhängung was geändert. Da haben wir mittlerweile das vierte Teil eingestellt. Also die Updates laufen fleißig weiter. Entwickelt für die nächste Saison ist gar nichts. Das ist, wird schwierig, das Gene Haas dann irgendwie zu erklären, warum wir quasi für nächstes Jahr eigentlich nichts haben. Einfach nur eine Karosserie und ein paar Reifen dran. Und der Rest, der wird sich dann schon zeigen. Haben wir eine neue Abstimmung für nächste Saison? Jo, haben wir gemacht. Gibt es Regeländerungen? Müssen wir Sachen anpassen? Ja, das alles, das kann sich doch in der Zukunft irgendjemand anders drum kümmern. Wir machen das nicht. In Q2 ist die Strecke schon wieder ein bisschen voller. Aber die, die ihr dort seht, Perez, Bottas, die sind auf ihrer schnellen Runde. Das heißt, da gibt es keine Probleme, dass man da aufgehalten wird. Vorne Hamilton, da hatte ich mir ein bisschen Sorgen gemacht, aber der scheint auch schnell genug weg zu sein. Magnussen hat freie Fahrt, kann sich seine lilanen Sektoren dort aussuchen. Wunderbar, passiert gar nichts. Perez setzt sich dahinter, fast 0,4 langsamer. Das ist schon mal ein ordentlicher Abstand. Und Mick liegt die Strecke hier anscheinend nicht. Das zweite Mal, dass er wirklich sehr, sehr abgeschlagen ist zu Kevin Magnussen. In Q1 war es eine Sekunde, hier sind es fast 0,8. Wir sind auch damit auf, ich weiß gar nicht, was das war, ich glaube auf 11 sind wir nur ins Q2 gekommen. Mal gucken, wer sich hier noch so zeigt. Wir haben ja dann noch ein paar größere Kollegen am Start. Sainz, Russell, Leclerc haben alle noch keine Zeit gesetzt. Das könnte dann knapp werden. Ich glaube, Mick müsste hier wahrscheinlich sogar nochmal rausfahren. Das müssen wir gleich vorbereiten. Wir haben aber keine Reifen mehr. Das ist natürlich schwierig. Eieiei. Ah, es ist jetzt ein Gamble. Wir müssen ein bisschen gamblen. Kevin braucht nicht raus, hat immer noch 0,3 Vorsprung. Da kommt keiner so richtig ran. So, wann fahren wir raus? 3 Minuten ungefähr. So, Mick mit raus. Ah, das durfte sich ausgehen, sehr gut. Ah, das passt. Und wir fahren als letztes drauf. Es wird wahrscheinlich alles gelb werden, nehme ich mal stark an, denn wir haben keine neuen Reifen drauf. Ja, gelb. Ah, schlecht, schlecht, schlecht. Sektor 1, gibt's eine gelbe Flagge? Oh, Mick! Wie sind die Zeiten der anderen? Sieht aus, als würden die Reifen blockieren. Ricardo hatte blockiert. Was ist hier mit einem Ocon und mit einem Alonso? Wie sieht's bei denen aus? Kommen die nach vorne? Nein! Alonso schafft's tatsächlich und mein Gamble hat sich leider nicht ausbezahlt. Mick Schumacher mit Problemen nur auf 12. Oh nein, das kann nicht wahr sein. Schön verzockt. Bleibt nur noch Kevin Magnussen, der aber sehr, sehr gute Leistung hier gezeigt hat. Das kann sich definitiv sehen lassen. Bis jetzt ausgezeichnete Sektorenzeiten hier gefahren. Mick leider ausgeschieden auf 12. Das ist nicht so gut.
ich mich ein bisschen verzockt, weil ich dachte, wir könnten den Reifen für Q3 besser gebrauchen. Tja, jetzt können wir einen im Rennen gut gebrauchen. Vielleicht hilft das nachher. Austin war für mich jetzt eigentlich auch noch eine Variante, um zu gucken, ob wir hier für Mick noch den letzten Motor reinbringen. Denn hier gibt es schon so ein paar Spots, wo man überholen kann. Und der neue Motor wäre nicht so schlecht. Wir sehen es ja jetzt, dass er da nicht mehr mithalten kann vorne. Vielleicht bringe ich den tatsächlich noch. Oh, dann ist er aber auf 20, ne? Der startet auf 20 dann. Aber er startet so auch nur auf 12. Was soll's? Ich glaube, wir bringen den neuen Motor jetzt rein. Kevin muss das vorne eh richten. Ah, das war doch ganz gut Platz gemacht hier, sehr gut. Vielleicht sogar noch ein bisschen Windschatten genossen. Schön innen, außen, innen, sehr gut. Wunderbar, stark rausbeschleunigt, schöne Zeit, 1,33, 3,67, was ist diese Zeit wert? Wir konnten von Carlos Sainz geschlagen werden, um ein Tausendstel. Also sehr, sehr starke Runden, die hier gefahren wurden. Ansonsten nach hinten ist noch ein bisschen Luft. Hier können wir allerdings auch keine bessere Zeit fahren. Also leider ein bisschen Zeitverschwendung. Ich habe aber auch einfach keine Reifen mehr gehabt heute. Das heißt, da sehen wir nicht mehr. Gucken, kann sich da noch jemand vorne hinsetzen. Nope, Gasly, was macht der? Kriegt der noch eine gute Zeit hin? Nein, auch nicht. Wir starten auf 2 im Sandwich der beiden Ferrari. Und auch hier sehen wir wieder Red Bull auf 6 und 7. Auch nicht perfekt. Die Fahrer stellen sich bei blauem Himmel und Sonnenschein auf. Sehen wir uns mal Haas an. Das ist P1. Mal sehen, ob diese Position von Vorteil ist. Da ist der andere, Haas. Aus der hinteren Hälfte des Feldes wird es ein hartes Stück Arbeit, einen Podiumsplatz zu erreichen. Alle haben auf diesen Moment hingearbeitet. Bleiben Sie dran, gleich geht's los mit dem großen Preis der USA. Wir starten also von 1 und, ich weiß nicht, 19 oder 20. Die Ampel ist aus und los geht's. Nein, wir wollen hier vorne gucken. Das ist wichtig. Wir wollen gucken, wie es in die erste Kurve geht, denn die äußere Bahn ist eigentlich die schlechtere. Gucken, ob da Leclerc reinstechen kann. Nein, da kommt sogar Hamilton fast vorbei. Jetzt der Ferrari im Sandwich der beiden Mercedes. Denn es gab dort auch eine Strafe für Carlos Sainz. Der hat wahrscheinlich auch irgendwie Teile getauscht und ist damit ein bisschen nach hinten gelandet. Wurde ein bisschen versetzt. Und auf der anderen Seite haben wir Mick Schumacher hinten auf der 19 mit dem nagelneuen Motor, den wir jetzt einfach eingesetzt haben. Was soll's, wir müssen den sowieso noch bringen diese Saison. Und wir waren nicht gut im Qualifying. Das wird sich dann auch im nächsten Rennen durchziehen. Deswegen, ich hoffe, es war die richtige Entscheidung, den jetzt zu tauschen. Das sieht dort an der Stelle schon mal ganz gut aus. Hier auch vorne bei Kevin Magnussen. Passt die Sekunde schon raus. Ich lasse das ein bisschen laufen. Auch hier noch mit dem ERS, bis es wieder runter ist. So zwischen 45-50% irgendwie in dem Dreh. Das hat bis jetzt sich ganz gut bewährt. Hier sollte es eigentlich dafür genutzt werden, um die ersten Fahrer zu überholen. Das sieht aber nicht danach aus, als ob da schon Plätze gut machen kann. Und das ist eigentlich das Wichtige. Wir müssen hier direkt am Anfang die Plätze gut machen. Bevor sich das Feld auseinanderzieht, die Leichten direkt schnappen. Alles andere kostet zu viel Zeit. Hier vorne ist die Sekunde schon rausgeholt. Exzellent. Mit Kevin kann man gar nicht mehr meckern. Der Weltmeister macht das einfach überragend. Und ich bin auch froh, dass wir Mick eigentlich die Chance gegeben haben, sich hier weiter zu zeigen. Denn er hatte seine Fehler in dieser Saison. Er hat uns das Leben ein bisschen schwer gemacht, aber ganz ehrlich, auch ein bisschen spannend. Stellen wir uns jetzt mal vor, da wäre jemand gefahren, der nur halb so viele Fehler gemacht hätte. Dann wären wir jetzt schon Konstrukteursmeister und ich hätte keine Sorgen mehr. Überholt Latifi, befindet sich damit auf 8, ist an Lewis und Stroll dran. Hoffen doch, dass die Aufholjagd da noch weitergeht. Hier vorne weiter souverän, 1,8 Sekunden Vorsprung schon, schnellste Rennrunde. Ist klar.
Verstappen, Perez 5 und 6. Wir gucken mal ganz kurz jetzt schon mal rein, was das bedeuten würde. Ja, gut. Solange wir mehr Punkte machen, bin ich damit sehr, sehr zufrieden. Dann schauen wir mal. Hier ist George Russell. Russell blockieren die Räder und wird sehr, sehr weit nach hinten durchgereicht mal wieder. Wir kennen das mit dem Auto abstellen und dem nicht wieder rauffahren dürfen. Das ist immer sehr, sehr tragisch für denjenigen, bei dem es passiert. Norris, Russell damit auf 14. Wir kommen hier nicht vorbei an Norris. Das ist einfach schwierig. Haben ihn überholt, hat er danach gleich wieder gekontert. Der McLaren also gar nicht so schlecht, wie die Position ist. Zeigen vorne Kevin Magnussen 2,6 Sekunden mittlerweile Vorsprung rausgefahren. Wir haben das Benzin runtergestellt und trotzdem bleibt es relativ konstant. Vielleicht auch dank Russell, weil der einfach die Pace nicht so mitgehen konnte. Jetzt fährt Leclerc-Reihe heraus und mal gucken, ob er den Abstand verkleinern kann. Mick muss hier unbedingt Gas geben. Also wirklich, das kann man so nicht so lange mit ansehen. Es ist noch ein weiter Weg bis in die Pünktchen. Jetzt ist nämlich Verstappen, Perez 4 und 5. Das gibt schon wieder deutlich mehr Punkte. Es wird wahrscheinlich nicht dabei bleiben. Perez ist richtig heiß. Der will mehr. So, alle mit den roten Reifen fahren jetzt rein, tauschen. Es gab die Strategie Rot, Gelb, Weiß. Wir haben uns entschieden für Gelb, Weiß, Gelb. Ich glaube bei Kevin, genau, und gelb-gelb-weiß für Mick. Da wollte ich am Anfang ein bisschen mehr Tempo haben. Naja, okay. Durch diese Wechsel sind wir natürlich jetzt mit Mick auf 11. Das ist aber Boxenstopp unbereinigt, von daher hat das leider noch keinerlei Auswirkungen. Aber wir kommen ganz gut voran, wir fahren ganz gute Rundenzeiten mittlerweile. Wir kommen aber Norris nicht vorbei, das ist einfach, Norris ist wirklich, der hat eine gute Abwehr. Da machen wir keinen Stich. Sehr, sehr schwierig. Der zieht uns zwar mal wieder mit ran vorne an den nächsten, aber wir kommen einfach nicht vorbei. Das ist schon ein bisschen frustrierend. Runde 10. Immer noch hinter Norris. Vorne Kevin Magnussen. Ganz gute Rundenzeiten. Alles noch völlig im Rahmen. Ist noch 2 Sekunden vor dem nächsten. Und Hamilton und Leclerc battlen sich so ein bisschen. Perez konnte da vorne noch nicht reinstechen. Was mich ein bisschen gewundert hat. Aber die beiden hier, die ziehen sich da gegenseitig nach vorne und machen den Abstand immer ein bisschen kleiner. Das war der Aston Martin. So, Stroll blockiert, macht uns damit mal den Weg frei. Das ist ja schon wirklich. Das ist. Mick kriegt hier nicht wirklich was auf die eigenen Ketten. Er hat jetzt hier Verstappen noch vor sich. Der an Norris leicht vorbeikommt. Irgendwie kommen die anderen leicht vorbei an Norris. Selbst Stroll hat den Konter wieder geschafft. Nur wir nicht. Wir hängen dahinter die ganze Zeit. Das kann nicht wahr sein. Jetzt sind wir wieder auf 11. Und der hatte schon seinen Boxenstopp, ne? Der Verstappen. Der ist schon durch mit dem Boxenstopp und ist immer doch vor uns. Das kann doch wohl nicht wahr sein. So, die nächsten waren in der Box. Perez hat sich neue gelbe geholt. Ich frage mich, warum die so früh schon in die Box kommen. Eigentlich ist erst so Runde 20 oder so gedacht gewesen. Habe ich mich da verguckt? Nee, Runde 16 passt sogar tatsächlich. Na dann. Box, Box. So, warum haben wir das dann bei Kevin nicht? Der muss noch ein bisschen. Warum auch immer. Der pusht jetzt auf jeden Fall nochmal hinterher. Während Mick dann gleich reinfahren darf. Fährt hier den Perez hinterher. You can stop lift and coast. Okay. We just need to push now. Copy. Und hier. Ah, die Rundenzeiten werden halt nicht besser. Fährt aber noch eine Runde auf den Reifen und dann darf er endlich rein.
Wir sehen selbst hier in Austin ist halt echt eine schwere Strecke, Belastung für die Reifen. Dass selbst gelb-gelb-weiß immer an seine Grenzen stößt. Und deswegen weiß ich gar nicht genau, wie die das gemacht haben, wenn sie jetzt wirklich mit den Roten noch einen Stint haben. Das kommt mir nicht ganz in den Sinn, wie das klappen konnte. So, was gibt's hier? Hier gibt's auch gelb. Also da haben wir alle dieselbe Taktik. Hamilton kann in der Box Leclerc überholen. Und hier kommt Mick Schumacher rein. Und wir sagen dann bei Kevin bitte auch einmal wechseln auf... Ich weiß es nicht, wir kontern das lieber. Wir kontern das lieber. Wir machen lieber dieselbe Strategie. Ja, ist egal. Wir machen dieselbe Strategie. Denn wir müssen uns ja orientieren, was macht der Rest? Und das ist eben Leclerc und Hamilton. Und das würde ich lieber so angehen. Wir waren vorne. Es kann natürlich sein, dass wir jetzt durch die Runde eine Runde mehr auf den schlechten Reifen da ein bisschen was verloren haben. Aber wer weiß. Und wer ist da wieder vor uns? Na, wen haben wir da wieder? Wen haben wir denn dort wieder? Der Norris ist wieder da. Hallöchen. Lang nicht mehr gesehen. Bestimmt zwei Runden. Kevin ist drin, kommt zum Wechsel. Und hier sehen wir Verstappen, der wird uns überholen. Haas mit einem Überholmanöver. Und hier sehen wir Perez, der wird uns wahrscheinlich auch überholen. Und hier auch Sainz. Oh Mann. Da kommen wir raus, das ist ja super knappi. Nee, das wird nichts. Das wird nichts. Das wird nichts, oder? Da ist Perez und Sainz und da sind wir. Nein, es ist wirklich wieder der Undercut der anderen beiden hat geklappt. Und wir haben keine Chance gehabt. Das darf's nicht sein, Freunde. Da hat das Pushen leider nichts gebracht. Nein, oh, ausgewogen bitte. Genau, so lassen wir das. Kämpfen uns doch da wieder vorbei. Das sollte doch kein Problem sein. Kann nicht wahr sein. Das kann nicht wahr sein hier, Norris. Norris ist anscheinend der beste Fahrer der Welt. Mann, hätte ich dich gerne in meinem Team gehabt, du. Jetzt kann ich es ja sagen. Jetzt kann ich sagen, wo die Saison fast vorbei ist. Ich hätte dich gerne in meinem Team gehabt. Hier vorne ist es extrem spannend. Wir haben den Vierkampf. Na, noch mehr. Sogar den Sechskampf. Um Platz 1. Wir haben Verstappen, der jetzt mit den schlechtesten Reifen unterwegs ist, weil er die alten gelben dort drauf hat mit 50%. Davor... Carlos Sainz, der exzellent wäre, der wirklich jede Chance nutzt, um hier zu überholen. Der macht das schon sehr, sehr gut. Wir versuchen jetzt hier an Verstappen vorbeizukommen, bevor die da vorne die Sekunde rausfahren und das damit unnötig schwer machen, ein bisschen zu konkurrieren. Aber jetzt haben wir die schlechtere Spur hier außen. Jetzt vielleicht die bessere, wenn wir uns wirklich daneben setzen können. Ja, bremst ein bisschen später rein, setzt sich davor, setzt sich vor Verstappen, der mir auch ein bisschen leid tut, denn der hatte so eine fantastische letzte Saison. Und spielt jetzt hier einfach in der Meisterschaft keine echte Rolle mehr, sondern Perez läuft ihm den Rang ab und fährt einfach auch wirklich großartig. Also Perez sensationell gut diese Saison. Sainz gefällt mir auch außerordentlich gut. Und wir können jetzt zu dritt uns hier ein bisschen duellieren. Das ist doch schön, mal wieder Racing sehen, Leute. Kein Dominator vorneweg, sondern Überholmanöver, Konter, Sticheleien setzen, Undercuts. Ach, so liebt man doch die Formel 1. So will man doch unterhalten werden. Wir können uns das hier schön anschauen. Wir werden dann zur passenden Situation reinstechen. Ihr seht es nur unten rechts, das ist ein bisschen problematisch. Das Benzingemisch. Minus 0,6 Kilo. Das 0,5 war immer so die Grenze, bei der ich mich aufgehalten habe. Jetzt sind wir bei 0,6. Naja, das klappt schon. Das klappt schon. Austin ist lang, wir haben noch nicht mal die Hälfte rum. Das kriegen wir schon hin. Mick so ein bisschen das Problem kennt heute. Ich sag, wie es ist. Wir haben jetzt Albon vor der Nase, wir haben uns jetzt wirklich 5 Runden oder 6 Runden mit Norris rumgeschlagen. Er hat jedes Mal den Konter setzen können, er ist einfach ein sehr, sehr guter Fahrer.
Jetzt müssen wir hier vorbei an Albon. Das dürfte nicht so lang dauern. Da muss man mal hier auf Überholen stellen. Und dann geht das aber rund. Und dann sind es 4 Sekunden auf Gasly. Und auch dann sind wir noch nicht in den Punkten. Also wir müssen uns hier wirklich strecken, wirklich Meter machen. Das ist irgendwie, Mick liegt die Strecke, glaube ich, nicht. Ich glaube, der ist hier nicht so begeistert davon. So, jetzt haben wir das ERS schon fast wieder verbraucht. Für diesen einen Überholversuch, aber zumindest haben wir ihn geschafft. Zumindest sind wir jetzt schon mal auf 13. 4 Sekunden müssen wir aufholen. Eieiei. Das genauer. Alle blicken nun auf Kevin Magnus. Ach, Kevin ist doch toll, oder? Ist das nicht ein Wunderknabe? Schön hier außen vorbei, den Sainz stehen lassen, dann sich den Perez genau ausgeguckt mit der S. Schön vorbeigezogen. Leider sieht man es nicht mehr in der Wiederholung. Wir sind quasi von 3 auf 1 nach dieser Kurve gestartet. Hier vorne sehen wir es. Sehr, sehr gut. Und auch hier hinten. Es ist langsam, man sieht Leute vor uns. Das ist wichtig. Man sieht Autos. Das ist wichtig fürs Gemüt von Mick Schumacher. Der andere Autos auf der Strecke erkennen kann, sie wahrnehmen kann. Angriffspläne schmieden kann für die Zukunft. Wie komme ich vorbei? Links, rechts, gerade durch. Wo darf ich mich nicht verbremsen? Das sind so Gedanken, über die er sich jetzt Gedanken machen sollte. Klar, so drückt man das aus. Und dann natürlich jetzt langsam mal nach vorne stechen. Denn 2,4 Sekunden ist jetzt nicht mehr so viel wie 4. Da kommen wir ran. Und dann ist bis Platz 9 alles sehr, sehr eng beieinander. Mick ist dran an der Truppe. Kann jetzt hier angreifen. Gasly ist der Erste, der da fallen sollte. Macht genau dieselbe Taktik wie vorhin schon mit Albon. Selbe Kurve auch wieder. Allerdings jetzt wieder die äußere Bahn, das ist wieder schlecht, kann aber dann jetzt wieder sich daneben setzen und jetzt wieder die Rechtskurve, davon profitiert er wieder von dieser sehr, sehr lang gezogenen Rechtskurve. Wer sich jetzt vorsetzen kann, perfekt, kann er die Tür zumachen und dann kann er hier sich den nächsten vor sich nehmen. So, da sind schon einige wieder raus. Ich musste bei Kevin jetzt wirklich mal runterstellen, leider auf langsam. Sonst geht uns das mit dem Benzin nicht aus. Jetzt sind wir bei 0,3, das finde ich gut, das war mein Ziel, da bleiben wir. Und hier können wir jetzt mal sagen, geben nochmal richtig Gummi. Bei Mick, da ist der Rest jetzt in die Box gefahren. Und wir kommen ja dann mit den weißen Reifen wieder raus bei beiden. Kevin kann noch ein bisschen fahren damit. Und hier noch eigentlich ganz gute Pace. Runde 30. Wir müssen hier mal so ein bisschen abgucken. Eigentlich erst Runde 32, wenn er reinkommen sollte, damit die Weißen wirklich noch durchhalten. Ein Dreistopp ist halt Quatsch. Und noch mehr streicheln geht, glaube ich, auch nicht. So, Mick hier fast im DRS-Fenster von Ocon. Gucken, ob er das kriegt. 0,9. Ah, das sieht doch schon ganz gut aus. 0,8. Ja, der fährt nicht schlecht. Mick hat einfach nicht die Aggressivität und leider auch nicht die nötigen Punkte bei der Abwehr. Ansonsten schon ganz gut. Wäre sehr gespannt, wenn man den jetzt hier noch 3 Jahre entwickelt, so was der für Stats kriegen könnte. Das wäre schon spannend mit zu verfolgen. So, jetzt hier DRS. Kommt ran, versucht's außen. Oh, das ist aber wahnsinnig wagemutig gewesen. Nicht schlecht. Nicht schlecht, mein Lieber. Schön. Gefällt mir. Da ist doch die Aggressivität. Gerade spreche ich sie dir ab und dann kommt sie. Aber vom Feinsten. Überholmanöver. So, wir haben dieselbe Situation wie beim ersten Boxenstopp. Perez, Hamilton hinter uns. Und, ja. Wir müssen alle drei rein. Alle gehen auf den Weißen. Wann gehen wir da am besten rein?
kann es nicht sagen. Ich nehme einfach an, nächste Runde gehen wir rein. Könnte sein, dass die jetzt schon reinfahren wollen. Dann würde ich da vielleicht sogar nochmal eine Runde pushen. Nee, die ziehen auch an. Doch, da. Hamilton, Sainz, doch. Aber auf dem letzten Drücker. Perez bleibt noch draußen. Perez hat DRS. Wird das hier auch nochmal versuchen. Versucht dieselbe Taktik. Aber ist zu weit weg. Ja, ignorieren leider. Eigentlich müsste ja Mick. Da kriegen wir die beide rein. Kriegen die doch beide rein in einer Runde, oder? Ich glaube schon. Also, Boxenstopp. Zack. Und hier. Boxbox. Boxbox. Box. So. Das kriegen wir doch hin. So, Kevin fährt rein, Perez fährt rein. Wir wissen alle, wie das ausgeht. Perez fährt vor uns wieder raus. Ist leider jedes Mal dasselbe. Oh, das ist so ärgerlich. Oh. Jedes einzelne Mal. Leclerc ist vorne. War der schon in der Box? Nee, der muss noch. Der muss noch. Da kommt Mick direkt als nächstes und wir haben es ganz gut abgepasst. Es hat wirklich funktioniert, sodass sich da keiner behindert. So, alles muss auf Standard gestellt sein erstmal. Mick kommt raus auf 15. Zum Glück vor Norris. Das war mir das Wichtigste eigentlich. So, dann schauen wir doch nochmal drauf. Boxershop bereinigt. Wo befinden wir uns? 1, 2, 3, 4, 5, 6 müssen noch rein. Wir würden also mit Mick da nochmal 4 Plätze gewinnen. Wären dann auf 11. Leclerc kommt rein. Das heißt, Magnussen kommt noch eins vor. Ist aber wieder schön verloren hier, oder? Na gut, da ist alles drin. Jetzt kommt Leclerc hinein. Müsste dann nach dem Rest wieder rauskommen. Da stehen sie alle schon. Haben sie 4 Reifen dabei? Ja, haben sie. Und er fährt schon wieder los. Das ist nicht schlecht. Das ist nicht schlecht, Freunde. Das war gut gemacht. Da vorne kommt er raus. Nee, doch nicht. Ich dachte, der schafft's noch. Nee, startet hinter uns. So, jetzt müsste langsam mal der Rest reinfahren, oder? Dass dann Mick nach vorne kommt. Ricardo ist an der Box, sonst keiner weiter. Und Perez und Verstappen 1 und 3. Ah, ihr macht es uns nicht einfach. Passiert ist. Konzentrieren wir uns jetzt auf den Haas. So, wir haben Bottas überholt. Und danach scheint er direkt einen Abflug gemacht zu haben, denn er ist nicht mehr hinter uns. Und einen Platz gut gemacht. Wir sind jetzt auf 11 und Bottas ist auf 17 gerutscht. Also irgendwas muss da noch passiert sein, direkt nach unserem Überholversuch. Vielleicht hat er dann gesagt, nö, ach, dann brauche ich gar nicht mehr fahren. Schwierig. Vorne immer noch sehr, sehr knapp. Also das wird eine richtig enge Kiste. Ich habe die Chance mal jetzt genutzt, weil wir da eh nicht vorbeigekommen sind. Und habe die Benzin-Gemisch-Situation in Griff bekommen. Jetzt sind wir wieder im grünen Bereich. Wir haben sogar schon einen Funkspruch bekommen. Leute, das sieht nicht gut aus mit dem Benzin. Kümmert euch mal drum. Und das haben wir direkt gemacht. Das heißt, jetzt könnten wir dann vielleicht auch mal wieder ein bisschen mehr Action geben.
Wir haben auf jeden Fall ein bisschen ERS. Das möchte ich jetzt in den nächsten zwei Runden eigentlich auch nochmal vollfüllen. Schön ein bisschen ERS nachtanken. Noch so zwei Duracell-Batterien einwerfen. Dass wir hier dann diese Situation eigentlich besser nutzen können. Und das ist eigentlich nicht okay, was da gemacht wurde. Gut, er musste ausweichen, den wir überrundeten. Aber zweimal zucken ist nicht mehr erlaubt. Ich stell das ein. Jetzt gehen wir direkt zu den Stewards petzen. Konzentrieren wir uns jetzt auf den Haas. Nächster Positionsgewinn. Mick vor auf 9. Und hier ist nicht so richtig ein Vorbeikommen. Wir sind dran an der Truppe. Also zwischen 1 und 6 ist wirklich alles möglich. Aber wir kommen nicht vorbei. Es ist einfach unglaublich. Wir kommen einfach nicht vorbei. An Leclerc waren wir es schon zweimal. Und dann kam der Konter. Irgendwie scheint die Strecke für den Haas nicht gut geeignet zu sein. Man sieht es hier auch gerade. Wir waren wirklich sehr nah dran. Und dann mit dem Rausbeschleunigen, da gibt es irgendwie Probleme. Vielleicht können wir da noch was machen. Das ERS war voll geladen. Aber das setzt Kevin natürlich auch schon nach Belieben ein. Und dadurch, dass wir alle DRS haben, ist das ganz schwierig. Ganz, ganz schwierig. Für Mick wird es auch nichts mehr. Wir sehen es jetzt hier. 9 ist das, was er erreichen konnte. Es sind jetzt 10,2 Sekunden Rückstand auf Russell. Und es waren schon mal 9,4 oder so. Das heißt, da verlieren wir auch Zeit. Solange wir uns aber hier vor Gasly halten können und die zwei Punkte mitnehmen, haben wir den Motorenwechsel eigentlich ganz gut überstanden. Kevin müsste noch ein bisschen nach vorne. Kevin müsste einfach noch ein bisschen weiter. Use overtake. Ich bei Start und Ziel nochmal. Wir kommen da einfach nicht vorbei. Es ist wirklich krass. So, jetzt aber. Wir sehen es immer wieder. Rausbeschleunigen ist das Problem. Jetzt Benzin auf Fett gestellt. Auf Overtake gestellt. Selbst das bringt nichts. Das ist so krass. Das ist so heftig. Save fuel. Ah, Platz 6 ist nicht das, was wir hier brauchen. Wirklich nicht. Verstappen fallen vorne weg. Oh Leute, das gibt 20 Punkte Rückstand. Ah. Wir müssen so ein bisschen darauf hoffen, dass Hamilton sich den Sieg zumindest holt. Das ist eigentlich spannend. Das ist genau das, was ich haben will hier vorne. Ich will nicht letzter sein in diesem Zug. Ich will mitspielen, Leute. Lass mich einfach nicht mitspielen. Okay, aufgepasst. Da ist Schumacher. Der Kampf hinten geht weiter zwischen Weiß und Rot. Und der Kampf vorne auch. Endlich Overtake, endlich Benzin hat gereicht, um einmal, oh, da will ich schon sagen, da hast du wieder, um einmal den Ferrari zu überholen. Vielleicht jetzt, vielleicht kann er sich ja jetzt mal hinsetzen. Setz dich davor, bitte mach doch die Tür zu. Kevin, du bist Weltmeister, Junge. Was ganz gut ist, ist, dass die Red Bull auf 3 und 4 gesetzt wurden. Das gefällt mir. Aber das hier hinten gefällt mir nicht. Warum haben wir eigentlich beide jetzt DRS? Naja, ist egal. Jetzt können wir uns vorsetzen vielleicht. Klappt das mal? Nee, klappt nicht. Oh, wie gut von Leclerc, bitte. Wie spät war er denn da auf der Bremse? Das ist ja der Hammer. Freunde, so macht das Spaß zuzusehen. So will ich das sehen. Ich will nachher gewinnen, aber so möchte ich das erstmal sehen. Oh, guck mal, wie er fightet. Oh, es ist ja fantastisch. Bitte macht weiter. Haut euch bloß nicht raus, ne? Ihr beiden.
So, ich will jetzt hier einmal einsetzen. Vielleicht sogar Overtake. Nicely done. Da werden wir nicht wirklich rankommen, oder? Wenn wir uns noch vor den Red Bull setzen könnten, vor einen zumindest. Ah, wir sind dran. Fünf Runden sind es noch. Da ist noch was drin. So, nächster Versuch. Drei Runden haben wir noch. Aber so richtig kommen wir da nicht ran. Ah, nee. Weit außen genommen. 0,6 schon da. Oh Mann, wir waren auf 0,2 schon dran. Das ist spannend. Auch Leclerc da hinten, ne? Den können wir auch nur so gerade so weghalten. Was würde denn 9 und 5 gegen 3 und 4 bedeuten? Ja, das geht noch. Das sind 15 Punkte. Es wäre so schön, wenn wir noch einen Red Bull kriegen könnten. Ich will gar nicht beide, ich will nur einen. Spielen ja auch mit dem Feuer gegenseitig. So, jetzt sind wir fast dran. Jetzt muss er aber mal das mit dem rausbeschleunigen. Muss mal klappen. Jetzt komm, stech rein. Ah, nee. Klappt wieder überhaupt nicht. Und da ist wieder 0,6 gleich, ne? Ja, komm. Zieh. Zieh. Bleib in, bleib in. Ja, so will ich das sehen. Perfekt. Wunderbar, Tür zu machen, Tür zu machen. Ist die Tür zu? Nein, ist sie nicht. Oh, warte, Kevin. Ah, hier kann er sich wieder ein bisschen vorsetzen. Überholt brauchst du es noch nicht nennen. Er ist noch nicht vorbei. Wir haben die Tür nicht zugemacht. Da ist es wieder offen. Da ist die Tür wieder offen. This is good. Ganz weit offen, die Tür. Gelbe Flagge, warum, wieso, weshalb? Eine neue Rennplatzierung für Haas? Oh, jetzt muss er die Tür zumachen. Jetzt muss er es wirklich. Haben da die Räder blockiert? Bei Ocon. Ocon ist völlig egal. Der ist auf 14. Das interessiert uns nicht. Letzte Runde. So, schaffen wir das noch? Wir sind jetzt vor auf 4. 4 und 9 bedeutet. Ja, nur 11 Punkte. Oh, und er kämpft! Kevin kämpft! Wie ein Wilder! Wie ein wilder Stier! Gegen den Stier, gegen den roten Bullen! Haas mit einem Überholmanöver! Oh, Kevin vor auf 3. Hat jetzt kein DRS. Ist der einzige ohne DRS da vorne. Müssen wir jetzt nutzen. Alles, was wir hier haben in Energie, muss da rein. Push a bit more. Oh, setzt er sich da vorne hin. Perfekt. Jetzt ist alles weg. Jetzt ist alles weg, Freunde. Es ist alles weg. Aber es ist egal. Es reicht anscheinend. Es reicht anscheinend. No saving required. Copy. Das wird nichts mehr für Verstappen, oder? Nein, ja. Es schafft wirklich. Oh, Magnus, deswegen bist du Weltmeister. Deswegen. Fantastisch. Von 6 auf 3, beide. Beide Red Bull hinter sich gelassen.
Und Make schafft's auf Platz 9. Holt damit nochmal 2 Pünktchen für uns. Oh, Leute, war das eine Rennserie. Das hat richtig Spaß gemacht. Da war mal Action drin. Mit 2 Boxenstops natürlich dann noch ein bisschen spannender zu gucken, wo alle rauskommen. Ich glaube, perfekt haben wir es nicht gelöst, aber es reicht. Eine brillante Leistung des Haas-Fahrers. Dieses Podium ist eine echte Anerkennung für alle, die hart dafür gearbeitet haben. Eine grandiose Leistung für den Haas-Fahrer, so viel ist sicher. Es wird für absolute Freude sorgen, dort oben zu stehen. Daneben natürlich die 2 anderen talentierten Fahrer, die das heutige Podium vervollständigen. Für Haas war das heute ein sehr erfolgreicher Renntag. Ein extrem überzeugendes Rennen für sie. Ein wirklich beeindruckendes Team. Sie verdienen es, ihren Erfolg angemessen zu feiern. Nach einem intensiven Wochenende steht das Team ganz oben in der Konstrukteursmeisterschaft. Wir nähern uns dem Ende der Saison und es wird Zeit für ein wenig brütende Hitze. Bleiben Sie dran, wenn ihr F1 nach Mexiko-Stadt weiterzieht. Und das war's für diese Woche. Wieder mal ein Double-Feature. Mit keinem Sieg, aber Platz 2 und 3 mit der Weltmeisterschaft für Kevin Magnussen. Auch hier wieder 3 Punkte auf Verstappen gut gemacht. Also wirklich, das ist eine sensationell sehr, sehr, sehr gute Leistung gewesen. Das ist schon wirklich ganz, ganz großartig. Das hat viel, viel Spaß gemacht. Jetzt sind wir hier, haben wir bloß 5 Punkte verloren. Kann das wirklich wahr sein? Es ist ja unglaublich. Wie haben wir denn nur 5 Punkte verloren? Das ist ja sehr gut geworden. Das heißt, wir haben noch einige Pünktchen vorne. Wir sind ein bisschen noch da. Das heißt, wir können uns noch auf die letzten 3 Rennen richtig freuen. Das wird nochmal spannend zum Schluss. Aber wenn wir so punkten können, dann kann uns das Red Bull nicht mehr wegnehmen. Ich freue mich auf euch, auf nächste Woche, auf das große Finale von Formel 1 Manager 22. Macht's gut, bis dahin und ciao.